Ihr habt euch den Erfolg erfolgsverwöhnt verdient. Echt? Ich bin erfolgsverwöhnt? Geil, Gott, wie viele Erfolge, meine Güte, Leute. Ich muss mal kurz in meine Erfolge gucken. Wir haben ja das auch schon ewig nicht mehr gemacht. So, was jemand von euch mich letztens gefragt hat. Wo ist denn das? Hier, große Raumzeitkrümmung. Das habe ich ja letztens nicht nachgeguckt, was das war. Für 60 Stunden Nerim. Ja, schon seit 5 oder 6 Stunden haben wir 60 Stunden Nerim geschafft. Und dann haben wir erfolgsverwöhnt. Für reichlich verdiente Erfolge. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Und das andere, was wir bekommen haben, dann können wir vielleicht auch gleich mal nachgucken, wie das aussieht. Hier. Verfügbare Magierränge, Rang 5. Haben wir zufällig einen Rang 5 Zauber, den ich mir gerade auch beibringen kann? Feuerschild Rang 4 haben wir noch. Warum nicht? Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, ob ich den schon habe, aber egal. Und gepeinigte Seele erwecken. So, wo sind wir hier? Hier komme ich her, ja? Hier komme ich her, sehr gut. Ich mache da einfach mal weiter, ne? Aber jetzt nicht mehr unbedingt für die Stimmung, sondern ich habe ja eigentlich schon meinen Almanach. Geh weg! Bleib liegen, bleib liegen! No, no! Oh, na? Hängen geblieben! Skelettmagier, auch wieder Stufe 37, wow, okay. Oh nein. Nein, 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 nein. Gott, oh Gott, ich möchte dieses Spiel nicht mehr spielen. Also, mit dem Ghoul, versteht sich. Au, aua, das hat sehr wehgetan. Ich hau mal 4 oder so rein. Jesus. Habt ihr mein Leben gesehen? Ich glaube, ich poste einfach mal an der Stelle jetzt einen Screenshot von meinem Leben. Gott. Ich war wirklich fast tot. Das war fast ein Tod. Oh, mein Puls. Also jetzt wieder mit den Monstern 10 Stufen höher wie ich, oder 9 Stufen um genau zu sein. Und Schwierigkeit auf Maximum, hehehe. Ja, es fängt an wieder weh zu tun. Die kopflosen Zombies sind scheinbar einfach nur so kleine Happen für zwischendurch. Vielleicht sollte ich auch versuchen, bei den schwarzen Ghulen in den Nahkampf zu gehen und mit dem Schild die Hiebe abzublocken. Könnte sein, dass mir das mehr bringt. Wo ist mein Rüstwert hin? Wieso habe ich nur 54 Rüstung? Haben die Ghule mir die Rüstung kaputt gemacht? Moment. Gleich mal schauen. 54 und 59. Hä? Ich habe doch alles ausgerüstet. Moment. Nein, ich habe auch keinen Fluch an mir. Hä? Leute, irgendwas ist hier faul. Schwere Rüstung auf 95, auch immer noch der gleiche Wert. Oh, 72 Schutz. Okay, ich nehme das einfach mal zurück. Irgendwas hat sich wieder engine-mäßig... Oh nein! Geh weg. No. Oh, das hat jetzt erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Er hat mich nur einmal richtig getroffen und das war eigentlich auch das einzige Mal, wo er mir tatsächlich Schaden gemacht hat. Ich habe doch auf Blocken gar nicht so viele Punkte, oder? Stone, hör auf, so viel im Inventar rumzuhängen und mach endlich weiter. Spiel weiter. Ja. Ich bin halt auch ein Systematiker, so ein bisschen. Eterna-Stiefel, aha.
Ist aber nur leichte Rüstung, also nicht so interessant. Sobald wir aus der Höhle draußen sind, gucke ich mir übrigens mein Equipment an, also keine Sorge, meine Freunde. Was ist das hier? Ich möchte reinspringen. Was ist das hier? Oh, Jesus! Was ist das? Ich konnte das looten, das war irgendetwas. Was ist das? Ich kann es looten! Seht ihr das? Dammit! Ach, schwarzer Ghoul oder sowas stand da, oder? Ich krieg auf jeden Fall das Loot-Symbol, wenn ich da unten... Komm schon! Racheerfüllter Geist. Ah. Also wie es aussieht, wurde der Geist da irgendwann mal aggressiv auf mich oder ist vielleicht einfach nur so ein bisschen hier rumgelaufen, ist dann reingefallen und direkt gestorben. So wie wir es ja mittlerweile von den Monstern kennen. Im guten alten Nerim. Manchmal fallen sie irgendwelche Schluchten runter. Oh Gott. Ah! Oh Gott, oh Gott. Stop it! Ich bin noch im Kampf, oder? Ja. Immer mit der Ruhe. Ruhe behalten. Vorsichtig vorgehen. Voll heilen. Vorsichtig. Die Viecher sind hier nicht zu unterschätzen gerade. Okay, schnell hoch. Okay, ich habe mal wieder nur die Musik als Kampfmusik misskalkuliert. Aber hier geht es bestimmt weiter, das war noch nicht alles. Ein Sarg, nice, ein Nerim-Zeichen, noch nicer. Yay! Ich ärgere mich immer noch, dass ich in der letzten Ruine ein Zeichen übersehen habe. Ich hoffe, irgendjemand hat gewusst, wo es denn war. Boah, hier ist garantiert noch irgendwas. Oh, ich habe eine Idee. Oh, da oben hängt noch ein Ghoul ab. Komm mal zu mir. Jetzt kommt er angerannt, wir warten kurz. Shit! Stop it! Er hat zwar am Ende auch geblockt. Habt ihr das gesehen? Wenn ich blocke, obwohl mein Blockskill richtig niedrig ist, nur auf 28 oder auf 31 jetzt gerade. Er ist leider auch über die rollenden Baumstämme einfach drüber gehüpft. Obwohl mein Skill richtig niedrig ist, blockt das fast alles ab. Von diesem Ghoul. Oh Gott, eine Falle. Keine Ahnung, wie viel Schaden das Ding macht. Oh, das führt wieder in den dunklen Wald. Das heißt, da wollen wir noch nicht hin. Da oben war aber auf jeden Fall noch Loot, das habe ich gesehen. Da will ich noch hin, da liegt irgendwie so ein Streitkolben, glaube ich. Wäre natürlich super geil. Oh, 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 hallo, dunkler Segen. Guckt euch mal dieses Prachtexemplar an. Oh, geil. Gott, muss ich gerade fett grinsen. geil. Oh, so schöne Sachen. Oh, ist das nice. Lebensenergie 25 Punkte, festigen Stärke 5 Punkte. Ich muss gleich nochmal meine Ausrüstung unter die Lupe nehmen. Gott, die Ausrüstung ist hier so hammermäßig geil. Einfach weil das eigentlich für Stufe 30 bis 45 ist. Und wir rocken den Schiert weg wie nix. So, kurz reparieren, meine Freunde. Nehmen wir kurz. Kurz ist auch so ein Wort bei mir. In meinem Nerim-Let's Play, meine Freunde, ist nichts kurz. Wir machen alles mit Genuss. So, folgendes. Warum habe ich die Grabesklinge eingesammelt? Dieses Ding ist doch der totale Dreck. Habe ich wahrscheinlich zufällig irgendwann früher oder später aufgesammelt. Ist nur schwer. Opferaxt, 68 Angriff. Oh, auch 68. Hat dieselbe Gewichtsklasse quasi. Schade, dass Serubilon so gut war. Echt schade. Hätte mich gefreut, wenn wir hier noch etwas... Weil guckt euch das an. Hammermäßig geil.
Wisst ihr was? Ich hätte es geiler gefunden, hätte ich das, diese normale Elfenaxt hier gefunden und in Serubilon das hier, oder? Ich meine, Serubilon wurde erst im Nachhinein eingefügt, das heißt, ja, ließe sich jetzt nicht so einfach im Nachhinein noch machen. Obwohl, die hätten jederzeit den Loot noch wechseln können. Und den Angriffswert getauscht, der hier 85 und das hier 68. Weil dieser Kolben sieht mehr nach einem 85 Angriffskolben aus. Gott, sieht das geil aus. Moment, das muss ich kurz testen. Oh, das ist mal ein Kolben, meine Freunde. Und das hätte auch noch so geil gepasst zu unserem derzeitigen Outfit und mit dem Badass-Schild. Boah, nice. Wir hätten richtig geil ausgesehen mit dem Teil, aber leider ist es einfach nicht gut. Das Ding ist einfach nicht gut. Lebensenergie absorbieren ist gut. 5 Punkte, noch akzeptabel, auch wenn mit 3x6 Eisschaden ist einfach besser. Aber der Grundschaden bei dem Ding, bei dem eiskalten Rückenreißer, ist so enorm viel besser, dass es sich einfach nicht lohnt, den Kolben von gerade eben zu nehmen. So, meine Freunde. Das Ding gibt mir derzeit 10 Rüstung und das ist richtig geil und bringt mir richtig ordentlich was. Stumpfe Waffen 8 Punkte, Stärke 5 Punkte. 85, 68. So, stumpfe Waffenteile anziehen. Ich kann einmal natürlich 40 Steine mehr tragen. 95 Angriff und 76. Also, die Punkte wirklich in stumpfe Waffe enorm erhöhen einfach enorm meine ganzen Werte. Aber dennoch 10% mehr Schutz. Also ich nehme an, dass das hier einen Prozentwert vorgibt. 62% mehr Schutz vor Schaden, vor Nahkampfschäden und sowas. Vor physischen Schäden besser gesagt. Und 10% mehr. Ich glaube, das sollte so sein. Kapuze des dunklen Todes. Genau, 8 Punkte Zerstörung. Wie sieht das denn aus? Ach, relativ Standard. Und Kampfmagierrobe, die so viel wert war. Oh, hallo. Das sah aber nicht so aus an dem Skelettlicht, dem ich das abgeknöpft habe. Eine Mischung aus Robe und Ebenerzrüstung. Geil sieht das aus. Richtig geil. Ist halt ein Rock. Nicht so gut, wenn wir Hit'n'Run machen. Könnten wir stolpern. Aber sieht geil aus. Und Handschuhe des dunklen Todes. Oh. Schick, schick, schick. Ah ne, sieht sogar harmlos aus. Ich habe gedacht, die Handschuhe würden bis hier hingehen. Ist auf jeden Fall schön passend zu unserer Robe. Moment kurz, was war der Set-Teil-Bonus? Dunkler Tod, 2-Teile-Bonus erlernt. Ja, ich sehe. Willenskraft und nochmal Zerstörung. Wie viel hätten wir dann auf Zerstörung jetzt mit den beiden Teilen? 109, bejesus. Wird mir aber nicht angezeigt, ne? Nee, schade. Bei Waffen wird mir bei stumpfe Waffenerhöhung sofort angezeigt, was meine Verbesserung ist, aber so ansonsten leider nicht. Das. Und wo sind meine Handschuhe? Das hier. Ach so, und was ich auch noch gucken wollte, mein Helm. Was für ein Helm wäre jetzt besser für mich? Helm des Propheten, das ist ja ultra der Badass-Helm. Oh Gott, guckt euch das an, was das Ding kann. 40 Leben! Konstitution 8 Punkte und 40 Leben. Oder 38 Leben. Was bringt mir mehr? Bestimmt das 40 Leben. 401 Leben. Oh, fuck yeah. Fuck yeah. 423 Leben. Stumpfe Waffen nochmal plus 5. 90 Schaden. Oh, yes. Oh Gott, ist das geil. Stone, mach endlich weiter. Nein, ich muss das gerade genießen. 5 Punkte auf Stärke und ich kann sogar noch mal 40 Steine mehr tragen. Holy bejesus, ist das besser. Nur rüstungsmäßig verliere ich einen Rüstungspunkt. Ja. Und was verliere ich noch? Der 3-Teile-Bonus. 3 auf stumpfe Waffe, 3 Schwertkampf. Schwertkampf ist egal. Stumpfe Waffe bringt mir insgesamt 83 Angriff, also bringt mir das hier nochmal mehr. Das heißt, meine Freunde, wir kriegen jetzt einen Helm, der zwar nicht zum Set gehört, wir verlieren einen kleinen Set-Bonus, aber dafür finde ich, dass der Helm deutlich mehr Badass aussieht, erstens das, zweitens nicht so übertrieben wie der andere Helm, den wir mal gefunden haben, der so ähnlich aussah und höher war, und es passt zu diesem Set, finde ich, besser und nicht so lächerlich wie der, weil der Helm, der ist hier unten offen am Hals und hier irgendwie meh.
Aber das hammergeil. Richtig, richtig geil. Richtig, boah, und mit dem Schirm, oh mein Gott, finde ich das gerade geil. Echt nicht mehr normal, wie geil ich das gerade finde. Voll geil. Und nicht zu vergessen, jetzt haben wir wieder den alten Nordkönige-Bonus, weil das war ja so ein bisschen verbuggt oder nicht richtig hinzugefügt oder haben wir wieder abgezogen bekommen, die schwere Rüstung. Wobei das jetzt gerade auch nicht gerade wirkt, komischerweise. Der Zwei-Teile-Bonus. Ja, jetzt ist er wieder drin. So, 95. Das ist und bleibt einfach komisch. Ich glaube, das ist wegen den Beinschienen vom Set, hatten wir ja das Problem, ne? Wenn ich die Beinschienen ausziehe. Moment, Beinschienen ausziehen? Das, den Harnisch ausziehen, Harnisch wieder anziehen. Ach nein, das ging nur mit Harnisch und Helm. Mit Harnisch und Helm. Moment. Ja genau, mit Harnisch und Helm habe ich 95 plus 5. Aber sobald ich die Beinschienen dazu anziehe, ein drittes Rüstungsteil, habe ich plötzlich nur noch 90. Das heißt, ich habe so oder so nur noch 90, also kann ich so oder so auch direkt auf diesen Helm wechseln. Oh ja, ist das geil. Jetzt sehen wir zwar nicht mehr Sanas hübsches Gesicht, aber jetzt... Time to get ready and to rumble and stuff. Noch mehr Loot. Uhuhu. Stiefel des Propheten. Oh. Harnisch des Schattenschleichers. Oh mein Gott, ist das geil. Leute, Leute, Leute. Ich kann euch diese Ruine nur sowas von empfehlen. Alma nach der Beschwörung. Ein Nerim-Zeichen. So wahnsinnig viel geilen Loot. Meine Güte. Familiengruft der Redons, geht da hin. Geht da hin und geht abstauben, diese geile... Oh mein Gott, yes, yes. Passend zu den Stiefeln des Schattenschleichers haben wir auch nochmal einen Harnisch des Schattenschleichers gefunden. Glänzt für meinen Geschmack ein bisschen zu stark, aber trotzdem geil. So, Stiefel des Propheten, was könnt ihr denn? Wir haben derzeit... Oh, wir haben derzeit Müllstiefel, wenn ich das vorher gewusst hätte. Yo, Leute, wir wechseln auch noch die Stiefel. Boah, so viele Upgrades gerade. Hammergeil. Also hier kann jetzt niemand von euch sagen, nee, Stone, du sagtest, du machst mit der Hauptstory weiter. Leute, guckt euch an, was wir alles bekommen haben. Da geht mir einer ab, das ist der Wahnsinn. 423 Leben. Mit 5 Konstitutionen kommen wir auf 450 Leben. Ist das geil. Oh, und anderes Model. Passt sogar mehr zum Nordkönige-Set. Naja, fast. Das Nordkönige-Set geht jetzt durch diese Stiefel durch. 9 Rüstungen, die Dinger... Oh, die hatten sogar nur 8 Rüstungen. Sehen sogar fast gleich aus. Diese Stiefel sind einfach ein bisschen enger geschnallt. Konstitution kriege ich dazu und noch Lebensenergie. Schnelligkeit ist egal. Aber ich nehme diesen fetten Lebensenergie-Bonus dazu. Verzichte auf meine 3 Stärkepunkte. Dann kann ich zwar, um genau zu sein, 24 Steine weniger tragen, aber ich habe ja hier 5 Stärkepunkte bekommen, das heißt, das gleicht sich wieder aus, das ist okay. Und mein Schaden, oh, mein Schaden geht durch die paar verlorenen Stärkepunkte auf 88 runter, aber das ist vollkommen in Ordnung, wir machen mehr als genug Schaden derzeit. So, meine Freunde, wie lange nehme ich jetzt auf? 1 Stunde 20 Minuten. Das heißt, ich habe jetzt genau so lange aufgenommen, wie ich aufnehmen wollte. Ich habe mein Ziel erreicht. Wir haben jetzt schon kurz nach 0 Uhr, schon relativ spät. Ich muss jetzt leider aufhören. Aber ich kann euch hundertprozentig versichern, da wir nämlich die ganzen Almanache und die ganzen, also sprich Beschwörungsbücher, erfolgreich eingenommen haben, oder auch aufgenommen haben, besser gesagt, werden wir jetzt das nächste Mal mit der nächsten Aufnahme direkt weiter mit der Hauptquest machen. Diesmal wirklich ohne Umschweife. Also ich gehe da rein, wir machen die Hauptquest und danach werde ich ganz Treoma erkunden gehen. So, aber jetzt auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Falls euch die Aufnahme gefallen hat und das, was wir alles gesehen haben hier im dunklen Wald, würde ich euch doch darum bitten, vielleicht ein kleines Däumchen nach oben zu geben. Und dann sehen wir uns direkt bei der nächsten Aufnahme, meine Freunde, in Nerim und in Treoma mit der Hauptquest.